Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Call of Duty Modern Warfare 2, dem Reboot. Wir spielen die Mission Dunkles Gewässer. Let's go. Holen Sie voraus! Okay, das ist unser Ziel. Dann aus 1 und 2 zu den Einhackpunkten. Laden wir uns selbst ein. Alle Stationen, Schiffe in Sichtweite. Verstanden, Angriff vorbereiten. Bleibt auf Empfang. Wenn Valeria nicht lügt, gehen wir an Bord, sichern und entschaffen die Rakete. Und wenn sie lügt? Gott hilf ihr. Gott hilf uns allen. Drei sind für alles. Könnte eine Falle sein. Mando, wir sind bereit. Verstanden. An die Arbeit. Eingehakt. Auf und auf sie. Rakete ist auf dieser Plattform. Ich will eine vollständige Eindämmung. Alles klar, drei Alcazar im Innern. Gehen rein. So, nach rechts, alle sichern. Raum gesichert, komme raus. Verstanden. Zelle 1, unterwegs zur südwestlichen Treppe. Flüchtet, gerichtet, Leute! Alles klar. Zwei oben. Sicher. Balkontür, ganz oben. Ghost, sind unterwegs zum Hauptdeck. Wie ist dein Status? Arme Drecksau. Gehen jetzt mit Shadow Scheiße ausgewiesen. Roger. Mann am Boden! Blendgranate geworfen! Dieses Cabrones wissen, dass wir hier sind. Müssen uns beeilen. Alle Shadows aussperren. Ich will den Container sofort überwacht haben. Zwei bestätigt, unterwegs. Shadow 1, Ghost, Leuchtsignale von der Bohrinsel gesichert. Wie ist euer Status? Over. Ghost, Sie signalisieren dem Schiff, Sie werden die Rakete starten. Es ist die erste Stufe, wir haben noch Zeit. Alle Shadows, Rakete ist auf dem Medi. Mir fliegt einfach eine fucking Granate in die Fresse. So eine behinderte Scheiße. Das ist doch schon wieder ein Quatsch, ist das. Kommando, es gibt ein Problem. Rakete ist scharf. Die Steuerung ist auf dem Schiff.
Sie haben Ihre Befehle, Junge. Die Rakete darf nicht stoppen. Alejandro, Feuerschutz. Soap mir nach. Wir gehen auf das Schiff. Die Rückdeckung, Hermano. An alle Einheiten. Raketensteuerung gesichert. Ich wiederhole. Raketensteuerung auf der Brücke. Verstanden. Los, los, ausrücken! Los, hier ist 0-1, wieder im Wasser, nähern uns unserer Position! Verstanden, wir stehen unter Beschuss, euer Empfang wird heiß! Verstanden! An Deck müssen wir zur Brücke! Schnell! Wir sichern die Steuerung und stoppen die Rakete, klar? Wie kommen wir an Bord? Über die Rampe! Festhalten, starten! Stürzen wir uns ins Feuergefecht. Jetzt von Mido. Natürlich, ja. One-Shot. Alles klar. One-Shot. Die Raketensteuerung ist auf der Brücke. Wir müssen den Start verhindern. Alle Feinde, bleiben von der hohen Einzel aus Wache. Wir hören uns auf die Tür. Ich sag gar nichts. Die Raketensteuerung ist auf der Brücke. Wir müssen den Start verhindern. Alle Körper, bleibt von der hohen Einzel aus Wache. Wir rücken auf die Brücke. Okay, los, klar. Container sind unsere einzige Deckung. Pass auf, dass du nicht erquetscht wirst. Nee, die Brücke ist überlegen. Guck auf den Bretten. Wir müssen zu dieser Tür. Müsst euch das mal überlegen, ich spiele auf den dritten Schwierigkeitsgrad. Es gibt noch Veteran und Realismus und ich spiele auf den dritten, wie gesagt. Und ich bin One-Shot tot von irgendeinem. Das gibt es nicht. Kann ich gleich auf Realismus. Nee, die Brücke ist oben. Wir kommen auf den dritten. Wir müssen an dieser Tür. Einfach gleich ausmachen. Das passt nicht. Container! Lass auf die Ecken!
ihn nach. Die Steuerung liegt dahinter. Okay, zurück! Hier ist Shadow 1. Spreng den Brückeneingang auf. 3, 2, 1. Sprengen alle Shadows auf der Brücke! Los! Gebe Deckung. Vorrücken, so. Nächster Raum. Natürlich, Digga. Nach dir, Sergeant. Nächster Raum, Sergeant. Gebe Deckung. Sicher. Alles sicher. Bewegung. Brücke, 2-6 rauf, ja? Positiv. Hier ist Shadow 1. Rücken zum zweiten Deck vor. Kontakt! Gesichert. Sicher. Korridor sicher. Oh, Ghost. Die Treppe rauf. Sektor 1, wir rücken zur Brücke vor. Nicht schießen, alle. Sicher. Los, rein da. Okay, haben die Steuerung. Digga, diese Mission hat wie sowas von Soldi gemacht. Diese verhurten komm schon, Container. Baby, komm schon, Baby. Das war echt die richtige Scheiße. Wir können sie nicht entschärfen. Wieso nicht? Es ist zu spät. Gibt es keinen Abbruchcode? Tja, also dieses Fenster hat sich wohl geschlossen. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Rakete ist in Startphase und zündet gleich. Bitte komm. Verstanden, Shadow. Dann müssen wir sie sprengen. Verstanden, Kommando. Bitte warten. Soap, ran an die Steuerung. Wir müssen das gemeinsam machen. Jetzt tickt die Uhr, also müssen wir uns sputen, Bruder, okay? Zwei-Mann-Job, Soap. Bin drin. Kommando, sind an der Steuerung. Was ist der Befehl? Geben Sie den SNS-Code ein für die Detonation. Was ist ein SNS-Code? Sprengung nach Start. Wir zerstören die Bohrinsel mit der Rakete. Alejandro ist noch dort mit den Shadows. Alle Einheiten, räumt die Bohrinsel! Wiederhole, räumt die Bohrinsel! Roger, wie viel Zeit haben wir? Eine Minute! Verstanden, in Bewegung! Los, an die Steuerung, Soap! Ich halte das für eine schlechte Idee. Aktiviere den Diagnosemodus, um den Lock-in zu umgehen. Soap, drück die Tasten Clear und Mode gleichzeitig. Erledigt! Moment, was passiert hier? Nur etwas Technikmagie. Okay. Jetzt brauche ich die letzte Ziffer in Reihe 2, Spalte 1. L, wie Lima. Negativ. Reihe 2, Spalte 1. Nochmal. Ach so, da sind wir, lull. C, wie Charlie. Perfekto. Ihr Ziel ist New Orleans. Nicht mehr. Ziel aktualisiert. Drück Execute und das war's. Genießen wir unser Werk, Sergeant. Und Abschuss. Gar nicht auf an die linke Spalte geguckt. Achtung, gleich knallt es! Ich hab nur gedacht, dass ich vorher... Rakete abgefeuert. Easy, easy. Seht euch diesen wunderschönen Scheiß an. Scheiße. Alejandro, alles okay? Heilige Mutter Gottes, das war der Wahnsinn! Alles okay? Bestätigt, dir? Hier ist alles gut, Hermano. Gold Eagle hier, Shadow 1. Treffer! Treffer! Rakete und Bohrinsel zerstört! Verstanden, Shadow 1. Gut gemacht. Jetzt raus da und nach Hause. Soap, Ghost, danke für die gute Arbeit. Verstanden, Kommando. Zurück zur Basis, Männer. Woo!
Nur die unmittelbare Zukunft. Trete zurück. Was? Ganz recht. Bist du irre? Das ist meine Basis. Keine Basis. Es ist eine beträchtliche Geheimanlage. Und ich mag sie, also nehme ich sie. Ihr wurdet freigestellt. Danke für eure Dienste. Nein, nein, nein. Du kannst mir nichts befehlen. Hat nicht Valeria sowas gesagt? Da frage ich mich doch, was ich sonst noch wissen sollte über deine Verbindung zum Drogenhandel. Was zum Teufel hast du gerade gesagt, wenn der Riss zu weit, Graves? Tut das nicht. Tut das nicht. Ich will kein Blut vergießen. War das eine Drohung? Soldat, ich bedrohe nicht. Ich gebe Garantien. Also ganz locker. Ich rufe Shepard. General Shepard lässt schön grüßen. Er wusste, ihr würdet das nicht gut aufnehmen. Er weiß davon? Er hat mich zum Befehlshaber dieser Operation gemacht. Also haltet alle den Ball flach. Zeit, dass die Profis hier übernehmen. Und warum tun wir noch so, als hättet ihr irgendetwas zu sagen? Ich habe Befehle. Und ihr jetzt auch. Und für wen hältst du dich eigentlich, Cabron? Meine Männer sind da drin! Ich fürchte nicht. Deine Männer wurden verhaftet. Graves, was soll das? Verdammt nochmal! Los, Johnny! Verschwinde! Sau! Geh! Hörst du, Ghost? Das war ein großer Fehler, Bruder. So hätte es nicht laufen müssen. Dieser Mistkerl. Findet sie! Die Aktion hat ihn, glaube ich, mehr Männer gekostet wie uns. Ich meine, von uns leben noch alle. Aber dieser Verrat, der ist ja jetzt nicht so aus dem Nichts gekommen. Jeder, der MW2 das Originale gespielt hat, weiß, dass Shepard ja ein Verrat begeht. Das ist ja das, was ich sagte, dieser brutale Verrat. Und ich bin sehr gespannt, ob die das hier irgendwie noch in MW3 rein verpacken werden. Ich weiß ja nicht, inwiefern sie das ändern werden. Bin ich sehr gespannt, auf jeden Fall. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's weiter, ist dann mit Abstand eine der geilsten Missionen in diesem Teil, wahrscheinlich sogar die geilste überhaupt. Haut rein, euer Holdgamer YouTube. Ciao.